Ja, sehr geehrte Frau Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Brandenburg und Digitales. Darüber lachen die Menschen zunehmend nur noch. Das muss man leider so feststellen. Jeder weiß es doch, dass wir hier dank dieser Landesregierung bundesweit das Schlusslicht sind im bundesweiten Vergleich. Was nutzt ein Bericht, der versucht, das schwarze Loch der mangelnden Digitalisierung der Landesverwaltung schön zu malen, wenn schon von den 202 selbst definierten Maßnahmen der Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg gerade einmal 98 mehr oder weniger umgesetzt wurden. Und die läuft schon ein bisschen länger. Wir haben ja hier zwei verschiedene Sachen zu behandeln, die Zukunftsstrategie und dann das Digitalprogramm des Landes Brandenburg. Bei der Digitalstrategie sieht es übrigens noch schlimmer aus, denn von den 83 sogenannten konkreten Vorhaben sind genau 6 in der Umsetzung. Da kann man auf Seite 4 das entsprechend nachlesen. Weiter unten heißt es dann jedoch, dass bereits 20 Maßnahmen, in Klammern 24,1%, umgesetzt werden konnten. Was stimmt denn nun, werte Landesregierung? Offenkundig drehen sich ja hier die Ministerien bei der vermeintlichen Umsetzung um sich selbst und die Koordinierung ist immer noch nicht durchschlagend besser geworden. Da ist die Staatskanzlei ist auf der einen Seite zuständig und versucht, das irgendwie zu koordinieren. Dann sind bestimmte Sachen in den Einzelressorts jeweils umzusetzen. Das scheint immer noch nicht zu funktionieren. Den wenigen Projekten, die in Rede stehen, könnte man zustimmen. Aber die Digitalisierung der Landesverwaltung wird ja leider auch bei erfolgreicher Umsetzung nicht insgesamt besser, da es sich um eine selbstdrehende ministerielle Pirouette handelt. Weil nach außen hin bewegt sich nichts. Was nutzt ein solcher Bericht, wenn Brandenburg nach dem Deutschlandindex bei der Digitalisierung, der letzte von 2021 im Bundesländervergleich, ganz hinten liegt? Stadtstaaten sind an der Spitze. Was nutzt ein solcher Bericht, wenn in Brandenburg und Deutschland die Digitalisierung der Verwaltung im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich ausfällt? Was nutzt ein solcher Bericht, wenn in Brandenburg und Deutschland bei der Digitalisierung auf Platz 13 von 18 innerhalb der EU liegt? Was nutzt ein solcher Bericht, wenn in Brandenburg und Deutschland nach Statista die Internetgeschwindigkeit in den Ländern 2023 wurde dort gemessen, bei der Digitalisierung Schlusslicht unter allen Industrieländern ist? Hinzu kommen noch die allseits bekannten Probleme beim Breitband- und der Mobilfunkversorgung, bei der Weiterbildung zur Nutzung digitaler Arbeitsprozesse in den Verwaltungen, denn da sind wir noch lange nicht, und bei der sich schon über viele Jahre hinziehenden Einführung der elektronischen Akte mit der oftmaligen Konsequenz einer doppelten Aktenführung, also Papier und digital. Das IFO-Institut gibt übrigens in seiner Studie Digitalwüste Deutschland, schöner Begriff, passt gut in Brandenburg, folgende wesentliche Gründe für das Versagen an. Fehlende Entscheidungskompetenzen bei den föderalen Strukturen, Angebot digitaler Verwaltungsleistung unter dem europäischen Durchschnitt, mangelnde innovationsorientierte Beschaffung im öffentlichen Sektor, fehlende digitale Kompetenzen in der öffentlichen Verwaltung. Auch zur Behebung unterbreitet das IFO-Institut Vorschläge, Förderung digitaler Kompetenzen in der Schulbildung, das ist ein Thema für sich, haben wir zu Corona erlebt, wie gut das läuft, Bürokratieabbau sowie weniger Regulierung innerhalb der Verwaltung seitens der Politik und nicht immer mehr Bürokratie, wie es in Brandenburg der Fall ist. Zugang zu digitalen Strukturen verbessern und Unterschiede in der Nutzung der digitalen Technik in verschiedenen Bevölkerungsschichten durch Bildungsangebote abbauen. Soweit die hilfsreichen Vorschläge des IFO-Instituts. Da auch die Kritik aus der Anhörung bei dem Thema Digitalisierung nicht angenommen worden sind, erscheint die Landesregierung resistent gegenüber helfenden Verbesserungsvorschlägen und in ihrer Blase gefangen. Fazit. Brandenburg lässt sich zu viel Zeit aufgrund fehlender Kompetenzen der Mitarbeiter, Belastung durch doppelte Aktenführung im Zuge der Einführung der E-Akte und lähmender Bürokratie. Vorbildliche Länder wie Finnland und Estland müssten als Standard dastehen. Die Ausschussreise des Innenausschusses hat das ja gerade noch mal gezeigt. Der vorliegende Bericht nutzt also gar nichts, denn Selbstbeweihräucherung für ein weitgehendes und fortgesetztes Versagen aufzuschreiben, hilft nicht weiter und ist das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben steht. Also, da wir uns an diesem an solchen unsinnigen Beiträgen und Berichten über Berichte und Berichte über keine Fortschritte, mit denen wir aber nichts oder auch gar nichts aufholen, nicht beteiligen, werden wir dem Schlussvorschlag des Hauptausschusses nicht zustimmen. Thank you.
Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.